Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Ein neues Jahr, neues Glück und deswegen spielen wir Wheel Spin in der Super Spin Edition. Mit dabei haben wir Andi, Lukas und Lukas, Stui, Scrax, Falk, H2O, Jenkins, Kobayashi, Yee, Snacks und Till. Grüßt euch. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Servus. Und falls ihr euch fragt, warum manche so extra stehen, wir fanden es irgendwie lustig, zum neuen Jahr zu zeigen, wie hip wir doch sind und nicht uns dem Gesetz beugen, einfach so ganz sauber in der Reihe zu stehen. Mann, Lukas, sind wir aber... Ja, sind so krass, sind wir. Das ist Wahnsinn. Wir sind so richtige Gangster geworden jetzt im neuen Jahr, ja, ich sag's dir. Neue Vorsätze, sagt man ja immer, ne? Ja, genau. Ja, schönes Neues auf jeden Fall nochmal an alle Zuschauer an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich denke mal, mit so einer coolen Multiplayer-Folge begrüßt zu werden im neuen Jahr, das gibt ja eigentlich nichts Besseres, ne? Würde ich jetzt auch mal behaupten. So, ja, aber Superspin, gibt es eigentlich groß nichts zu erklären. Und zwar, wir drehen einfach Superspins statt die normalen Spins. Zwei Stück an der Zahl. Es gibt auch wieder diesen Joker-Spin. Sprich, wenn man mit den zwei Superspins nicht zufrieden ist, kann man auch die beiden Superspins quasi wegschmeißen und dann aber nur einen neuen drehen. So, ich fange jetzt aber mal an. Und genau. Ich gucke mal. Ich meine, in der Regel sind ja Superspins... Ich halte die Klappe. Oh, nein. Ja, Superspins könnte gut sein. Ach, die kann ich, den kann ich verticken. Yeah. Ich sehe so gut wie nur grün. Oh, du musst bei Grau ja rechnen. Oh nein. Oh, nö, das fängt schon gut. Lukas, du hast einen Taschenrechner draußen, also oder? Der Hinweis, wenn man du hast einen Taschenrechner diesmal, oder? Ich brauche keinen Taschenrechner mehr, weil ich weiß, dass ich über 1 Million habe. Was? Nice. So, ganz wichtig auch nochmal. Oh Gott. Ich versuch's einfach mal mit hier einzublenden. Wenn man ein Item zieht, Klamotten oder Hupe oder so, nicht, dass ich das jetzt getan hätte, ist entsprechend immer der Farbe im Gegenwert zu berechnen. Und genau, dass das auch schon mal geklärt ist. Mm. Weil so eine Kazoo-Kapelle-Hupe kann man halt schlecht verbauen. Also ich könnte sie schon dann verbauen, aber. Vielleicht mach ich's auch, wenn ich dran denke. Aber ich bin fast überlegen, meinen Joker zu nehmen, weil das sonst wieder so enden wird wie die letzte Folge. Ich glaube, ich meinen Joker zu übernehmen, weil. Also ich nehme meinen Joker auf jeden Fall. Das gibt so keinen. Ich nehme keinen Joker. Ich mach das. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Scheiße. Also ich weiß, ich werde den Slick-Fehler von der letzten Wheelspin-Ausgabe nicht machen. Also ich hätte es ja gut erkennt, wenn das so ist. Ja! Komm, ich mal. Wenn wir nicht, das war versehentlich. Komm, wir machen. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich mach Risiko. Ich mach jetzt den Super Wheelspin, nochmal den Joker, das klappt schon. Das wird super werden jetzt. Hoffe ich. Bitte. Ja, vielleicht auch nochmal an die Zuschauer. Bei Super Spin gibt es auch so eine Sonderregel. Entschuldigung. Ja. Und zwar, wenn man tatsächlich in einem Superspin alle drei in einer Farbe ist, dann kriegt man auch nochmal einen Bonus. Also wäre jetzt hier bei meinem Beispiel der rechte Spin entsprechend auch in dieser anderen Farbe, die ich jetzt nicht nenne, aus Geheimhaltungsgründen, dann hätte ich jetzt einen Bonus bekommen. Ja, okay, gut. So geheim ist es doch nicht. So, ich mache keinen Joker-Spin, aber einfach, um einfach mal zu wissen, was wäre, wenn, what if, ja. Voll die geile Serienidee. Einfach mal was machen und dann einfach so sagen, was wäre, wenn? Da ist, glaube ich, noch nie jemand drauf gekommen. Ich glaube, ich schreibe Marvel mal an. Das könnte ich da irgendwie. Könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Nein, Spaß. Ja, aber ich mach's genauso. Hätte ich den Joker gezogen? Wäre ich damit glücklicher gefahren? Oh Gott, wenn ich den Joker gezogen hätte. Ich auf keinen Fall. Das wird Arsch. Scheiße. Ich sag's mal so, es wäre auch okay gewesen. Gott sei Dank habe ich nicht den Joker gezogen. Oh, ich brauche jetzt keinen Defender und 90.000. Oh, ich auch nicht, zum Glück. Okay, ich freue mich ein bisschen. Und die DJ-Dex-Hupe, hallo? Ui. Die ist grün übrigens. Ja, war super bei mir. Wird eine tolle Folge, Leute. Freut euch drauf. Geil. Ja, Lukas, ganz einfach, wie in der letzten Wheelspin-Ausgabe, einfach 100.000 extra berechnen. Okay, dann ist wieder okay, machen wir. Wunderbar. Ja. Ich versuche auch wieder 10.000 nicht zu berechnen und dann sind wir einfach wieder alte und ich mache richtig zur Abwechslung. Wieder da, wo wir letztes Jahr waren. Gut, ich würde aber sagen, jeder darf jetzt zu seinem Lieblingshäuschen oder Festivalgebäude gehen und ein bisschen tunen, designen, was auch immer. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier und schauen mal, was jeder da so gezogen und aufgebaut hat. So, dann sind wir jetzt in einer wunderbaren Garage und dürfen jetzt schrauben. Und ich bereue es ein bisschen, dass wir den Joker-Spin gemacht haben, weil vorher hätten wir, ich gucke gerade mal, diesmal verrechne ich mich nicht, 150. Ich sag mal so, wir hätten gut Kohle gehabt, den Focus RS voll aufzubauen. Aber ich wollte halt keinen Vollaufbau, beziehungsweise keinen Focus RS Vollaufbau, weil, meh.
Ja, jetzt haben wir einen Porsche 3650 und 40k und ja, das wird toll. Warten wir mal ab. Wir müssen ja irgendwie so halbwegs Allrounder bauen, weil es können natürlich Offroad-Strecken und so drankommen, haben wir ja gemerkt, was ich letztes Mal verplant habe. Aber wir gucken einfach mal, was wir damit so anstellen können. Nebenbei, dadurch, dass wir hier unten diese wunderbare Credit-Anzeige haben, muss ich ja jetzt nicht mehr rechnen. Habe ich letztes Mal überhaupt nicht drauf geachtet, aber wir haben ja... Da, eine Credit-Anzeige. Heißt, ich kann mir schenken, alles zu rechnen. Wir gucken mal, was wir anstellen können mit dem Kollegen. Wir müssen auch, denke ich mal, Motorswap auf jeden Fall machen. Wir müssen mal gucken, ob wir einen für einen vernünftigen Preis bekommen. Ja, das ist halt schon das Problem. Ihr seht, ne, die sind halt jetzt schon, wir haben 40 kWG, das ist gefühlt nix. Und wir haben ein D-Klasse-Fahrzeug. Wir sind richtig am Arsch eigentlich. Ja, klügste wäre eigentlich ein 2 Liter Flat 4 Turbo. Da gehen wir zumindest auf 282 PS schon mal hoch, für 15k. Das wäre zumindest schon mal ein ganz guter Anfang, weil wenn wir jetzt noch Reifen machen, ist das auch schon mal eine ganz gute Sache, weil man muss sagen, ich glaube, der 3650 dürfte ja allein durch Reifen einen brutalen Leistungssprung machen, was den Score angeht, weil die originalen Reifen natürlich von der 1959er Porsche scheiße sind. Deswegen bauen wir jetzt mal ein. Jetzt haben wir mal 15k ausgegeben. So, Allrad schenke ich mir erstmal. Wir gucken mal. Wir gehen jetzt mal auf die Reifen. So. Wir gucken mal, wenn ich nämlich jetzt mal auf Slicks mache, die kosten 10k, ihr seht, da sind wir schon auf 743er Score von, was waren wir vorher, 498, also das bringt schon ultra den Vorteil. Ich würde es, glaube ich, auch fast machen, obwohl reichen vielleicht auch Semi-Slicks. Vielleicht reichen auch Semis, das wäre, obwohl es kostet gleich viel, das wäre, es kostet alles gleich viel. Außer die Sportreifenmischung, aber Offroad ist Quatsch, also wäre natürlich hier in der praktisch, aber ich glaube, ich gehe eher auf Semi-Slicks, die haben dann eher noch halbwegs mal Grip im Offroad-Bereich, wenn wir irgendwie Glück haben. Ich würde sagen, wir gehen auf Semis, dann haben wir schon 25 ausgegeben. So. Ja, jetzt wird's lustig. Reifenbreite müssen wir eigentlich auch machen, theoretisch. Ich glaube, Reifenbreite, ich muss ja mal hier mein Headset-Kabel vom Bildschirm wegholen. Wir machen die Reifen mal breiter. Ich mach's jetzt einfach mal, vielleicht können wir zur Not gleich eben noch rausnehmen. Wir sind jetzt bei 28,6. Spurbreite würde ich alleine gerne machen, weil es sieht erstmal cooler aus und bringt uns auch ein bisschen was, weil die Karre extrem schmale Spur hat. Da können wir euch auch ein bisschen was gewinnen. So. Jetzt. Bremsen und Co. Müssen wir eigentlich auch machen. Also wäre gute Nummer. Gutes Gewicht müssen wir bei den Kollegen nicht machen. Wir haben 9,1 Kilo. Gewicht ist kein Thema. Heißt, wir können jetzt noch Bremsen, Fahrwerk machen und dann würde ich fast schon auf die Leistungsschiene gehen. Soweit es halt noch geht. Müssen wir mal gucken. Ich will jetzt mal kurz gucken, dass wir hiermit schon mal anfangen. Also ein Rennfahrwerk und so einbauen. Sind wir jetzt bei 33,2. Also haben wir jetzt noch 6,8 für Leistung. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Getriebe müssen wir eigentlich auch ändern. Eigentlich müsste Renngetriebe rein. 2,4 kostet es alleine. Boah. Aber es muss eigentlich rein. Das Seriengetriebe können wir halt vergessen. Also obwohl. Warte mal. 33,2 hatten wir jetzt. Ich überlege gerade, ob der Motor schon mit einem anderen Getriebe mitkommt. Ja, ist eine gute Frage. Wir nehmen die 33,2 mal mit, dann haben wir noch 6,8 übrig, ne? Schreibe ich mir gerade mal auf, weil ich glaube, die Sachen nehme ich. Vielleicht nehme ich auch die Bremsen oder so noch raus, weil das kaufe ich jetzt erstmal gerade ganz kurz. Weil ich will mal gerade ganz kurz gucken, wie viele Gänge wir haben. Ich weiß nämlich nicht, ob der das Seriengetriebe beim Motorswap belässt. Ich habe da jetzt gerade nicht im Kopf bei V2005. Und Viergang wäre jetzt da ein bisschen scheiße. Ja, er lässt das Seriengetriebe. Okay, also Getriebe müssen wir auf jeden Fall tauschen. Da kommen wir nicht drum herum. Dann machen wir es mal kurz so, dann brauche ich mir nicht Preise zusammenrechnen. Wir gehen mal kurz mal auf Serie und bauen die Teile gerade einfach schnell nochmal ein, die wir gerade eingebaut haben. Das geht jetzt schneller, als wenn ich gleich wieder alles hier abrechne. So, der Motor kommt rein. Ah ne, shit, er behält die Achsen ja trotzdem. Er gibt das ja trotzdem schon aus. Ah, ja, wunderbar. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was die Teile kosten. Na, ist egal. Wir bleiben bei den Teilen, die wir jetzt gekauft haben. Es ist, wie es ist, Leute. Es ist, wie es ist. So, ist jetzt egal. Jetzt habe ich missgebaut ein bisschen. Es ist, wie es ist. So, Spuren war auch verbreitert, genau. Ich glaube, wir gehen mit den Settings so, wie ich es mache. Das ist schon ganz solide, wie wir es jetzt machen. Bremsen, Fahrwerk. So, und jetzt gehen wir noch aufs Getriebe. Brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir das Renngetriebe ein, würde ich sagen. 2,4 kostet das. So, und jetzt gehen wir direkt an den Motor. Jetzt haben wir damit noch ja, 4.400 übrig, die wir noch in Leistung investieren können. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir damit noch anstellen können. Ja. Turbo, leider ging nur der Sport-Turbo, dann wären wir bei 3 und 9 PS. Das ist alles teuer, ey. Oh. Nockenwellen gegen 3, 346 PS, das würde 792er Score bringen. Ich sag mal so, die Nocken sind so mit
mit die beste Investition, um uns ein bisschen auf einen halbwegs okayen Score zu bringen. Da haben wir aber nicht mehr viel übrig. Jetzt müssen wir mal gerade mal ganz kurz gucken. Da könnten wir noch einen Sportauspuff machen, aber das bringt auch nicht so viel. Ja, ich sag mal so, wir sind eh relativ am Eimer, weil viel machen kann ich hier eh nicht. Leider Gottes, da sind wir leider begrenzt. Ich hoffe einfach, dass der Wagen sich am Ende relativ gut fährt und ich damit irgendwie Siegchancen habe. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Rennansaugsystem. Ja, ich mach mal die großen Nocken drauf, würde ich sagen, für 3. Dann haben wir 5, 4, dann haben wir noch 1, 4 übrig. Und jetzt müssen wir mal gucken, wofür wir am meisten, sagen wir mal, Leistung für die Kohle bekommen. Hier bekommen wir 6 Punkte. Ich gehe jetzt einfach mal gerade ganz kurz durch, wo ich am meisten... Es reicht schon, geht schon nicht mehr. Kriege ich nicht 6 Punkte. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier einfach entspannt durch. Es reicht leider nicht, genau nicht mehr. Es sind auch 6 Punkte. Weniger, das lohnt sich nicht. Okay. Das lohnt sich auch nicht. Hubraum vielleicht. Geht auch nicht mehr auf. Schade. Das geht sowieso nicht auf. Das lohnt sich auch nicht. Ich glaube, es wird der Auspuff werden. Weil, wie gesagt, der bringt uns zumindest 6 Punkte für 1,3. Dann haben wir noch 50 übrig. Ja, und dafür kann ich mir dann irgendwas Schönes kaufen. Ja, Felgen und so kommen wir jetzt alles nicht machen, weil dafür ist einfach die Kohle nicht da. Ich hätte die Karre natürlich auch gerne noch optisch angepasst, weil er hat noch ein paar coole Porsche-Teile, wie ihr seht hier. So ein paar schicke Spoiler-Teile. Oder was er, glaube ich, hat, er hat sogar einen Koffer hinten drauf. Wäre hier ganz nice, aber... Ja, so gerne ich den hätte, die 1000 müssen wir leider jetzt gerade mehrfach umdrehen. Das ist jetzt leider keine Möglichkeit, dass wir jetzt hier noch 1000 für so Kleinkram ausgeben. So gerne ich das gehabt hätte. Ja gut, jetzt haben wir einen wunderbaren 356 mit 798er A-Klasse. Es ist fast das 1. Es ist natürlich weit entfernt von anderen Aufbauen, die wir jetzt in die Folge von anderen sehen werden. 360 PS, 438 Newtonmeter. Vorteil ist 894 Kilo. Das ist so ein bisschen unser Sweet Point. Ja, wir schauen mal. Wir nehmen den Wagen mal so. Kaufen alles und ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen Setup rein. Lackierung, wir suchen ein schönes Design. Wir müssen die Leute irgendwie erschrecken. Und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Ich sag, wie es ist. Das wollte ich nicht. Neue Designs finden. Wir suchen mal, was die Leute so gestaltet haben für den Kollegen. Ja, irgendwas schön oldschool-mäßig. Martini wäre natürlich schick hier. Oh, die rote Lackierung ist auch sehr schön. Gefällt mir sogar echt gut. Oh, die ist oldschool draus. Das ist aber auch. Warte mal, das ist ein schönes oldschool-Design. Das gefällt mir ganz gut. Glaubt ihr, wenn wir jetzt noch ein bisschen, natürlich, wenn wir Offroad haben, sind wir komplett am Sack, weil Heckmotor, Heckantrieb, Slimmy-Slicks, aber ja, ich kann jetzt keinen großen Mischmasch gehen, sonst komme ich hier auf gar keine Leistungsstufen. Wir müssen irgendwie das Maximum Leistung rausholen. Es ist, wie es ist. So. 293 km/h Top Speed. Können wir noch ein bisschen, wir können eigentlich gar nichts mehr raus. Das Getriebe ist jetzt schon viel zu lange übersetzt eigentlich. Wir müssen viel mehr auf Beschleunigung gehen eigentlich. Ja, weil wir sind nicht mehr in den Balken drin. Dann fahren wir halt gerade bei 293. Oh Gottes Namen, die Übersetzung ist ja voll katastrophal. Warte mal. Na, sind wir auf Beschleunigung hier auch. Dann können wir die Geschwindigkeit wieder ein bisschen weiterziehen. Ja, so. Ja, machen wir mal so, damit bin ich ganz happy. Rest lassen wir gerade mal so. Wo ich hinten ein bisschen Reifendruck runter machen würde. Und das übernehmen wir mal so. So, bei Topspeed, wir werden eh nicht viel Topspeed erreichen. Nehmen wir damit, was wir haben. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Und schauen mal. Ich hoffe, dass hier kein anderer Spieler ist. Da fällt jemand anderes von uns da auch. Wir gucken mal. Wie er sich so fährt. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich mag unseren Livery. Ich mag unser Design. Man muss aber sagen, wir haben halt noch nicht mal einen S1-Score. Das ist halt leistungstechnisch schon nicht so geil. Ich hoffe, unser Team carried uns einfach. Da müssen wir einfach drauf hoffen, weil ich bin jetzt auf jeden Fall heute nicht derjenige, der jetzt hier ja, groß die Punkte holt. Guck mal, wie er sich so fährt. Das Gute ist, er ist nicht komplett overpowered. Das ist positiv. Ich drehe mir und wende das gerade so, dass es irgendwie für mich passt. Ah, er kriegt die Leistung zumindest auf die Straße. Das ist ganz gut. Ein bisschen durchdrehen haben wir, aber er fährt sich recht angenehm. Ist halt nur nicht schnell. Scheiße, ey. Ja. Guck mal, was wir so rauszaubern können. Aber er macht Bock. A-Klasse ist, glaube ich, ganz gut für den. Sag mal, Vollaufbau wäre für die Kiste auch liebevoll ausgedrückt. Scheiße. Ja, aber er liegt gut. Also,
Ich habe hier Hoffnung bei Curving Tracks. Könnte das ganz gut für uns werden. Ja, ich glaube, kurvige Tracks, das könnte unser Gebiet werden. Wir schauen mal, was sich da so ergibt. Ja. Ja, wir müssen einfach so ein bisschen aufs Losglück hoffen. Das ist so ein bisschen jetzt hier gerade die Sache. Ich sag, unser fährt sich besser als unser E36 letztes Mal, weil der war einfach voll aufgebaut. Das wollte ich halt eigentlich wieder vermeiden, so ein langsames Auto voll aufzubauen. Deswegen wollte ich den Fokus unbedingt haben. Aber voll aufgebaut wäre das wieder anstrengend geworden. Weil es halt kein Sportwagen ist, ja schon eine super Grundsubstanz. Der Fokus ist jetzt kein schlechtes Auto, aber ja, wie gesagt, der wäre halt ja wieder sehr unfahrbar geworden. Und da ist das jetzt hier die bessere Lösung. Natürlich jetzt im Endresultat vom Score nicht so geil. Muss man mal schauen. Also wie gesagt, er fährt sich nicht schlecht, er geht gut vom Start. Und das trotz eben jetzt Heckantrieb, aber ja, wir schauen mal. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Ist jetzt hier schon mal eine Karte, wir brauchen jetzt ganz 15 Minuten hier nicht ganz ausloten. Und ja, dann schauen wir doch mal, was die anderen so gezaubert haben, ne? Ach, wunderbar wird das, toll. Da stehen sie alle bei schönstem Wetter und Sonnenschein. Ha, herrlich. Das muss man wirklich sagen, da ist Mexiko halt schon nice. Wir haben schon auf jeden Fall deutlich mehr Sonnenstunden als noch in Horizon 4 in Großbritannien. Und wir haben vor allem auch deutlich länger Tag, egal welcher Jahreszeit, was auch sehr schön ist, weil ich erinnere mich an den Winter in Horizon 4 zurück, da war es gefühlt nie Tag. Es war eine Tortur, wenn man da ein schönes Thumbnail machen wollte. Es war immer düster, war nicht so geil. Aber das sind die Sorgen eines YouTubers. Da müssen wir nicht uns drum kümmern. Wir müssen uns jetzt eher um die Fahrzeuge, die er da gezogen und aufgebaut hat, kümmern. Und wir beginnen bei Andy. Ja, ich hatte einen Jaguar XKS und knapp eine 500.000 Tuning-Budget. Das heißt, das Ding ist ein Vorlaufbau auf die Straße geworden diesmal. Ja, ich habe mich einfach auch tatsächlich gegen den Joker entschieden, weil ich mal andere Fahrzeuge unterwegs mitfahren wollte, so wie letztes Mal auch. Frage, gibt's da keine Spurverbreiterung für den? Nein, gibt's nicht. Ist ja skandalös, weil das fällt ja direkt ins Auge irgendwie. Borsa Air habe ich tatsächlich auch gelassen, weil es scheiße aussieht. Ja. Gut, weiter geht's mit Scracks. Ja, also ich sag mal so, erster Wiesbaden habe ich direkt einen CLK GTR Forza Edition gezogen, hatte am Ende 1,38 Millionen Tuning-Budget. Also falls noch wer Geld braucht, ich habe noch genügend übrig. Hab allerdings nur diesen RX-7 hier gezogen. Ja, was am Ende daraus bei rausgekommen ist, Wildbody, LS3, Swap, Allrad, Pulsflix. Ja, aber gibt Schlimmeres. Ja, musst du jetzt nicht so traurig gucken. Ja. Ja. Ja, dafür für die Info, weil das, glaube ich, bei der letzten Wheelspin-Ausgabe nicht so ganz klar ist. Also wir beziehen uns hauptsächlich aus das Regelwerk oder vom Regelwerk noch aus Horizon 4. Und das sind jetzt aber neu dazugekommen, dass halt Horizon oder Forza Editions nicht erlaubt sind, weil die einfach doch schon zu OP werden und halt einfach auch diesen Tuning-Aspekt fast schon mit ACTA legen in dem Format. Und deswegen ja, sind die halt eben außen vor. Genauso wie Extreme Track Toys und die Open Wheel Track Toys sind verboten. So, H2O. Ja, ich hatte 222.000 K und noch den Renault 5 Turbo. Vollaufbau, Hälfte verwendet. Und ich habe mich leider dazu entschieden oder müssen, beziehungsweise die Forza Aero anzubringen, weil ansonsten wäre das Ding bei dem Aufbau komplett unfahrbar. Alles gut. Bei dem Format muss man sich für optische Sünden und für Umbausünden eigentlich nicht rechtfertigen. Hier ist alles erlaubt. Hauptsache rein. Am Ende des Tages. Snacks, bitte. Ja, ich hatte 330.000 als Tuning-Budget. Hatte im ersten Spin Mini Countryman und dann noch den Ford Falcon hier. Ja, es ist ein Vollaufbau geworden. Ich habe noch 250.000 über. Keine Ahnung. Ja, okay. Lukas. Ja, und dann gab's mich, der gesagt hat, komm, waren die ersten Wheelspins zu lang, weil ich da hatte ich einen Focus RS und über 300.000, aber irgendwie wollte ich den nicht voll aufbauen, weil sich das dann immer so okay nur fährt. Da dachte ich, mach's halt nochmal einen neuen. Und dann habe ich den 3650 gezogen und insgesamt 40.000. Ist jetzt kein Vollaufbau geworden, wie man sich vielleicht denken kann. Ja, aber immerhin cool, klassisches Design. Ja, ist richtig. Lukas fährt aber halt auch immer Porsche. Ja, echt. Ja, schon immer nur am Porsche fahren. Ey, es ist echt. Also in diesem Jahr in Multiplayer ist er bis jetzt immer nur Porsche gefahren. Aber ich muss auch zugeben, ich bin in diesem Jahr bis jetzt auch immer nur BMW im Multiplayer gefahren. So ist es halt einfach. Ja, ich habe mich natürlich auch für ein absolut klassisches Design entschieden. Nennt sich die bunte Seuche.
Und ja, was soll ich sagen? Also den M3 direkt im ersten Spin mitgehabt, wusste auch schon, okay, der hat ein dezentes Bodykit und dezente Flügelmöglichkeiten. Darauf habe ich natürlich nicht gespart. Ja, da ging natürlich das ganze Geld drauf und am Ende, ja, habe ich mich auch jetzt für einen Straßenvollaufbau entschieden. Wobei tatsächlich man erschreckend feststellen muss, ich bin bisher noch nicht den M3 mit dem Bodykit und so weiter gefahren. Man muss tatsächlich aber erschreckend feststellen, dass der zwar natürlich nach Ultra-Kurven-Speed ausschaut, aber da leider nicht so viel drinsteckt. Deswegen, ja, also mal gucken, wie das gleich wird. Aber wenn wir am Ende eh noch querfeld einfahren, ist es auch egal. Deswegen gebe ich einfach mal das Zepter weiter an Till. Genau, also ich hatte im ersten Zug den Audi RS6 von 2009 gezogen, dachte mir, okay, wird vielleicht nicht so gut, und danach im zweiten Spin direkt das schnellste Auto im Spiel, den Sesto Elemento Forza Edition gezogen, hatte dann ein kleines Tuning-Budget von 1,54 Millionen Credits übrig, konnte gerade mal 100.000 verbauen und musste mich für die Forza Aero entscheiden, weil das Ding sonst in den Kurven einfach komplett abfliegt. Alles gut. Okay, Falk. Ja, ich hatte im ersten Spin was Grünes, 100.000 und noch was Grünes, im zweiten nochmal 100.000, ein Chevy 150 und diesen schönen Audi, ja, Vollaufbau, bisschen auf Grip geachtet, gib ihm. Alles klar, dann Lukas Nummer 2 oder ja. Lukas Nummer 370. Ja, nachdem ich letzte Woche ja den Fehler mit den Fullsticks gemacht habe, hat scheinbar nicht nur ich selbst, sondern auch der Wheelspin sich gedacht, komm, geh mal in die andere Richtung. Deswegen habe ich den RS200, nicht ganz, den RS200 hier im Wheelspin bekommen. Und da ich auch noch eine Fairlady Z Forza Edition hatte, die 250.000 wert war und noch ein paar andere Geldkleinbeträge, hatte ich ein Budget von 625.000. Für den RS200. Übrig sind jetzt noch 547.000. Das muss schon wehtun jetzt. Ja, ist ja. Man schon so ein Fair Lady-Fan und dann muss man es auch noch abgeben. Freut sich jetzt jemand anders. Das sind wir halt gnadenlos. Das sind wir halt gnadenlos. Gut, Kobayashi. Also, ich hatte in den ersten zwei Spins ein viel Glück, hab die Bugatti-Seitenkiste gekriegt. Hab mir gedacht, nee, ich nehm den Joker, hatte 175.000, hab mit den Cayman GT4 geholt, Vollaufbau und den 4 Liter Boxer eingebaut, weil wieso nicht? Ja, why not? Gut, Stui! Ja, ich hätte eigentlich einen Mercedes-Benz SSK bekommen, der ja 7,5 Millionen wert ist, hab mich dann aber doch mal fürs Jokern entschieden, weil ich den großen Motor nicht rumfahren wollte, und dann sind es 490.000 einfach geworden aus dem Joker Spin, davon habe ich mir dann den, 56 gekauft und dann, genau, mit White Buddy in dem kleinen Hintergedanken doch mal ein bisschen Offroad zu gehen und den dann halt hochzulegen, nur dass das Hochlegen bei dem immer noch ziemlich tief ist. Ja, wollte gerade sagen, so tief geht der gar nicht. Also wenn, das ist halt maximale Höhe. Ja. Aber ich glaube, Jenkins hat einen ähnlichen Gedanken gehabt mit dem Hochlegen, nur bei ihm sieht man es ein bisschen mehr. Ja. Ja. Ich konnte es mir nicht aussuchen. Ich habe einen Zwilling bekommen im zweiten Spin, 650 SQB. Und hatte dazu 5 Geldbeträge für 350.000 insgesamt. Also, ja, mehr oder weniger Vollausbau, aber auf Dirt gegangen. Sagen. Ja. Okay, sehr gut. Dann gucken wir doch mal, was es heute wird. Aber bevor wir natürlich zu unserer ersten Disziplin schreiten, gibt es natürlich noch das obligatorische Drag Race. Na, gucken wir doch mal, wer gut Leistung hat. So. Hör ich da ein leichtes, ironisches Schmunzeln aus seinem Munde? Gar nicht. Ne? Bin auf jeden Fall nicht davon gestellt, mich jemals wieder einen Joker-Wheels vernehmen zu wollen. Ja, beim Joker muss man einfach mit der Devise rangehen, es kann immer schlechter werden. Ja. Das ist die einzige Garantie. Ja. Wobei, tatsächlich, das Jokern hat schon, glaube ich, für auch sehr viel rettende Taten, also zumindest mal in Horizon 4 gesorgt. Also es war, glaube ich, schon eine gute Entscheidung, das einzuführen, weil es gab doch schon
bei dem einen oder anderen Spieler, ich möchte jetzt niemanden namentlich erwähnen, also ich vielleicht, hat natürlich schon für sehr frustrierende Momente gesorgt, indem man gefühlt in jeder Folge einfach nichts hatte. Nein, nur noch in jeder dritte Folge, beziehungsweise in jeder zweite Folge nichts. Ja, also, na, auch nicht schlecht. Das Gute ist, ich sehe jetzt das ganze Starterfeld von hinten. Also perfekte Aussicht bei mir. Ist doch toll. Welches Heck ist ja. Am schönste? Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Interessant, keiner hat es auf X geschafft, obwohl wir so viel Vollaufbauten hatten. Ja, mich wundert es auch, dass ich mit 950 den höchsten RE habe. Ja. Da liegen bei mir Kartons im Weg, das ist Schiebung hier. Die sehe ich gar nicht, wo sind hier Kartons? Als nächstes hast du mit dem Faken in der Mitte angestellt. Ja, okay, ich glaube, die AEO bremst ein bisschen aus. Ah, ja, V12 und los. Tschüss. Ich habe keine AEO, wow. Ich bin trotzdem langsam. Ja, der 4-Liter Boxer, der macht schon einiges wett. Ja, ich würde sagen, die Drag-Reifen haben sich schon gelohnt. Ich kann mir den großen Boxermotor gar nicht leisten, Mann. Also schon, aber dann hätte ich 90er-50er Reifen drauf gehabt. Das passiert super selten, dass ich bei Wheelspin allgemein Drag Race gewinne. Ja. Aber dieses Jahr bist du 100% Siegesquote. Ja? Ja, das stimmt. Muss auch mal gucken, ob du sie halten kannst. Nein. Okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das wäre erledigt. Dann gehen wir jetzt rein in die 5 Disziplinen, die uns erwarten. Und ja, ich würde sagen, die erste Disziplin wird für den ein oder anderen eine feuchtfröhliche Überraschung. Na, okay, das mit dem feuchtfröhlich muss ich nochmal zurücknehmen. Also ich habe natürlich wieder mal versucht, krasses Wetter einzustellen. Ihr seht ihr es nicht. Also eigentlich ist jetzt Sturm. Stellt euch schlimmsten Sturm vor. Oh mein Gott, ich kann gar nichts hören vor lauter Wind. Ja, ich auch. Oh Gott, ich sehe auch gar nichts, deswegen bin meine ich auch so Turbos schlecht. Rein. Oh, Asphalt! Oder zumindest befestigter Untergrund. Geil, Alter! Zieh ich durch. Ich bin nicht letzter. Oh, Kurve. Ich bin aber letzter. Ja, ich seh's. Mann, über die richtige Entscheidung auf Asphalt. Getan. Ich hab extra nur Semis drauf gemacht, ein bisschen irgendwie... Ja. Semis hab ich auch. Fullsticks machen auch. Eh seltenst Sinn. Fullsticks sind halt... nur auf der Straße im Trockenen gut. In allen anderen Bereichen hast du vorher schon denke auch nur Straße. Sobald du ein bisschen von der Straße abkommst, ist schon RIP. Oh, der Sprung ist tödlich! Der Sprung ist absolut ekelhaft. Das war super dumm, was ich gerade gemacht habe. Wie gut, dass ich die Offroad-Rennen schon alle gefahren bin. Ito. Ich bin das, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Deswegen habe ich es auch ausgewählt. Ich bin echt fast gar keine Rennen gefahren. Ich bin auf Platz 7 mit meinem Auto. Ich möchte es betonen, ne? Ja, also ich bin hinter dir. Was hast fair sein. Macht, Ray? Also ich bin Platz 4 mit meinen Fullsticks. Das Auto ist null für das Gelände gemacht. Meins auch nicht. Was geht denn mit der Strecke ab? Meins halt noch viel weniger. Ja, 360 für die Fans. Wenn man dieses andere tödlich macht. Ich bin froh, du mich dagegen entschieden hast, das Ding noch härter einzustellen. Jenkins, du bist der falsche 650 auf dem ersten Platz. Nee. Oh Gott! Ja, Lukas. Ja, die Pfütze hat meinen Porsche ein bisschen verschlungen, bei dem Gewicht ist das. Da habe ich nicht so viel Gegenwehr. Das ist wie, als würdest du gegen eine Wand laufen. Ey, Alter. Das ist ja auch fies hier. Was die Strecke ist schon fies. Kann man das so sagen? Die hat's ja echt in sich. Oh ja, die Strecke. Oh Gott, Sprüngen. Ich bin gespannt, wie. Oh Gott, Hilfe! Ich hab's Wasser was getreten. Okay. Oh Gott. Ich bin gespannt, was dagegen kommt. Lukas, kannst du mal meine Federbeine einsammeln? Ich glaube, ich hab die verloren. Halt, Freunde, halt, hier stehe ich. Ach, Mann, das ist ja durchsichtig. So, jetzt. Oh, geht's denn da lang? Och nö. Unsere Zeit, Ray. Hätt's nicht mal eine Crash Edition geben können. Oh Gott! Ja, Vollgas, würde ich sagen. Phoenix. Das war aber mit dem. Ach du Schande. Eingerutscht. Ja, Gott, diese Strecke. Also, ich finde sie jetzt schon gut. Ist jetzt schon das Highlight der Folge. Ey, der Renault vom Turbo. Ich war mal gerade schön Synchrondreher. Das war schön, das war schön. Nein. Sehr schön, Team Rot. Hey, und Andi, Glückwunsch. Weiterhin 100% Siegquote. Ja, ich weiß, danke. Komm, 350C. Team. Nein. Wenn wir das jetzt und seiner Siegesquote, dann wird das ein Jahr lang so durchgehen. Selbst wenn ich nicht gewonnen hätte, ich jetzt trotzdem irgendwie gedreht, dass meine Siegesquote bestehen bleibt. Richtig, so macht man das auch. Ja, das Nadelöhr am Ende, das war schwierig.
Ja, das war vor allem voll mies, dass du da durch musst, dann weil ich, hast du ich hab verloren. Da wieder nichts gesehen, als ich aus dem Tunnel rausgekommen bin. Wir haben das heute mit der Force Edition aus dem Respin gezogen. Kann ich den nehmen? Nein. Nach der Folge dann. Okay, cool. Das ist wie Battlefield 3 Taschenlampen ungefähr. So, das war aber erst die erste Disziplin. Team Rot geht erstmal mit 1:0 in Führung. Die nächste Veranstaltung, die wird vielleicht jetzt ach komm, ich jinx es nicht die ganze Zeit. Irgendwas wird schon kommen. Guck einer an. Sturm auf Wish bestellt. Das ist ein Sturm nach dem Horizon 4 Blizzard. Ja, so ungefähr. Sehen Sie heute Sightseeing in Mexiko. Das ist ja schon wieder Offroad. Oh Gott. Mega. Ja, so hast du jetzt gedacht, das ist ein Asphaltrennen. Ja. Nee, habe ich noch reingemogelt, habe ich da ein bisschen. Ja, das ist auch eine Straße, die ist halt noch nicht so gut. Ja, das ist da ist halt das Geld ein bisschen. Was denn? Kannst du auch steuern. Ich finde auch gut, dass ich im zweiten Rennen immer das Team wechsle. Im vierten auch. Ah, im vierten. Den habe ich jetzt mal kurz. Weiß ich schon. Ja, okay. Das ist einfach so komische Fahrt. Das ist total komisch. Das ist Dui. Oder das Wasser, guck mal. Ach ja, ich freue mich schon. Ist mein Frontflip. Ja. Einfach drüber springen. Das ist der Trick. Oh Gott. Aber. Ja, das ist gut. Das war nicht tief genug. Also ich hab's mir mit dem Fullstick schon prinzipiell mal vorgestellt auf der. Dass Straßenaufbauten im Gelände nicht so gut funktioniert, aber gerade hasse ich das. Mit 3650 funktioniert gut. Ihr braucht aber weniger Leistung, Leute, das ist der Trick. Sagen wir es mal so, hätte ich das Auto dafür aufgebaut, wäre es glaube ich sogar ganz okay, aber. Ja, das ist sowieso. Ah, Straße. Let's go. Jawohl. Nice. Freut euch nicht zu früh. Nee. Oh. Keine Straße. Der Railer angeschossen kommt. Wo kommt die Kurve her? Wo die herkommt. Keine Ahnung. Oh oh. Viel wichtiger ist, wo sie hinführt. Kurve hat die gebaut. Wo sie hinführt, ja, es ist so. Was? Was ist das Hölle? Die Mauer schiebt ein Ziel. Ja, Andi macht erstmal Walltap des Todes. Ey, auch wenn ich letzter bin, ich muss sagen, der Wagen fährt sich zu bisschen sehr angenehm. Auch geben. Das ist positiv. Wenn meiner fährt sich so brutal scheiße. Ne, 3650 funktioniert ganz gut. Ja, willkommen bei Wheelspin. Dann hast du alles richtig gemacht. Ray, ich find's super, dass du zwei Flügel hast. Das finde ich super. Finde ich auch. Aber wenn einer abfällt, hat er noch einen. Was next? Hier ist ein bisschen fester. Snacks, ehrlich, was hast du mit deinem Falcon angestellt? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Diesmal ist so ein Körper-Schema vorgegangen. Autsch. So hat sich's also angehört. Oh Gott. Da ist gerade raus. Oh da, oh Gott. Ich habe immer so das Gefühl, wenn du ein Auto fährst, was überhaupt nicht für diese Sachen aufgebaut ist, dann fühlen sich die Rennen ultra lang an. Ja. Kann ich bestätigen. Weil du halt die ganze Zeit nur Halbgas gibst. Nein, Jack, jetzt hat der Power. Nur am Überleben. Oder versuchst zu überleben irgendwie. Oh, was ein schöner Battle, Jenkins. Das war mega. Oh, Asphalt. Die Rennen sind viel zu kurz. Asphalt. Trotzdem kein Grip. Wir haben die gute Karten. Podium. Till, warte mal. 1300 PS. Let's go, komm. Oh nein. Nein. Jawohl. Das ist immer so geil, wenn man selber schon in dieser Endscreen-Animation ist und dann die anderen Autos von hinten noch reinfahren, aber halt so in Ruckel halb. Ja, das ist wenn sie es ein bisschen fixen würden, dann wäre es glaube ich ganz geil. Nein, ich hätte fast den RS6 noch bekommen. Nee, mich fixe nicht. Fast. Ja, und damit geht natürlich die Siegeserie von Andy weiter. In seiner das stimmt nicht. Version. Also. Es stimmt so halb. Es ist nicht nur meine Version, es geht auch allgemein weiter, weil wir müssen also ja wissen. Also offiziell nicht, aber. Wir müssen ja wissen, das war jetzt das zweite Rennen. Es war das zweite Rennen. Und im zweiten Rennen werden die Punkte immer andersrum gewertet, wie wir wissen. Also eigentlich haben wir genau. Also in diesem Jahr bis jetzt ist es richtig. So. Ach, diese erste oder die Neujahreswitze werden einfach nie schlecht. Naja gut, weiter geht's und ich verspreche jetzt einfach mal gar nichts. Also es könnte auch vielleicht wieder regnen. Nein, wir schauen einfach mal. Es ging ein Schrei durch die Hallen dieser Multiplayer-Aufnahme. Ein Straßenevent, endlich! Woo! Also für manche. Andere fanden es nicht so geil. Ja, ich find's aber schön. Die werden einfach ignoriert. Ja. Okay, Andi eskaliert komplett.
Ja gut, wenn er 1300 schieß mich tot PS hat, dann ja, das schon so einen Nutzen haben. Ich hätte, glaube ich, auch noch einen zusätzlichen Flügel vorne gebraucht. Dann wäre die Balance ganz geil, aber... Nein. Kommt uns gerade, wieso sich auch... Sollte vielleicht nicht auf die Force Aero verzichten, in Wiesbaden. Ich hatte keine Kohle für Force Aero. Also gerade bei, wenn man wirklich so krass aufbaut, ab einem gewissen Punkt muss man es einfach machen. Oh mein Gott. Ich bin finanziell so ausgelohnt gewesen, dass ich lieber die Felgen gewechselt habe. Der macht voll Wallriding, hab's genug. Bacon, hast du auch deine Bremsen verloren? Ja, was war da? Oh mein Gott. Jo, bisschen jetzt. Oh Gott, ein bisschen weit rausgerutscht. Jetzt, Crax, kannst du mal bitte deine Smoke Tires abstellen? Das wäre ganz geil. Das ist ein Raucherfahrzeug. Ah, okay. Ja, okay, dann. Okay, dann ist entschuldigt. Verkauft sich aber nicht so gut, das kann er jetzt schon sagen. Oh Gott, nein! Hugo, das Snacks die ganze Zeit bei mir ist mich. Warum sind unsere Autos übereinander abgestellt? Ohne Scheiße, in Kurven bist du immer dann vorne, sobald es ein bisschen geradeaus geht, fahr ich vor. Ja, das ist echt lustig. Raus mit dem Checkpoint. Mir fehlt Power. Du kannst welche von mir haben. Ich werde euch nicht wegen Power, okay, ich danke. Mehr, irgendwie mehr Griff. Lukas, ich brauche deine 300 PSA auch noch. Ja, ja. Alter, was kannst du da durchheizen? Ja, das die Forza Aero zahlt sich aus. Ey, ich hab's ja auch drauf, deswegen. Gleiche Fehler passiert. Ein Audi. Die der zwei Runden bekomme ich doch noch. Nö. Bleib bloß weg. Oh, der Randstein ist so viel, weg, weil die so nach unten oh, abgeht. Dann zieht's einen richtig raus. Ja, ich hab den Randstein in der Wisch. Schade. War krass, wie nah die zusammen waren, die Autos. Dann kommt schon krass, Leistung, oder? Leistung. Wir haben nein, eigentlich komplett nein, andere Aufbauten. Gut, ja, klar, viel Leistung, aber trotzdem fand ich es jetzt echt super geil. Das ist doch nicht. So kann Racing funktionieren. Racing? Ja. Racing, ja. Oh, nö. Sorry. Ich hab hier hinten sehr viel Zeit. Sieg für Team Bleu. Und damit steht's nur noch 2-1 für Team Rot. Also, mal können vielleicht nochmal spannend werden. Möchte betonen, wir schauen aber mal. Erste Rennen, wo ich ins Ziel gekommen bin. Das möchte ich ganz kurz für meine eigene Ehre kurz aufrechthalten. Danke. Applaus. Danke, Applaus. Danke, Applaus. Danke. Oh, der Gewinner sieht aber nicht so glücklich aus, leider. Ich glaube, dem ist zu warm. Aber Muckis hat er. Das könnte sein. Ja, Muckis hat er. Also, das ist schon nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, gut, wir gucken mal, was uns im vierten Event erwartet. Und weil es so schön war, auf dem Asphalt fahren wir jetzt auf, keine Ahnung, wie man diesen Untergrund nennt. Auf Steinpflaster? Ich wollte es Kieselsteine sagen, aber das ist falsch. Genau, Pflastersteine, richtig. Du hast es erfasst. Bonuspunkt, werde ich überrundet. Ach, das ist gar nicht der durch die Stadt, der Offroad-Rundkurs. Ich dachte, das wird der. Nee, das ist, au, das ist Dirt au, tatsächlich. Au. Racing oder Ping-Pong hier? Also, ich weiß alles nicht. Alles. Beides. Ich traue mich gerade nicht ans Limit zu gehen, weil das Fahrzeug doch schon sehr untersteuernd ist, wenn ich hier ans Gas gehe bei der engen Stadt. Sonst mache ich nämlich das gleiche wie der Andi. Was habe ich nicht eigentlich? Ich bin perfekt gefahren. Ja, ist richtig. Das ist die neue Ideallinie. Ja. Ah, ist doch Offroad. Alles klar, okay. Gott. Ja, ich muss auch übrigens gucken. Ich muss auch übrigens gucken, dass ich irgendwie dieses Untersteuern wegkriege. Hast du das Starttor nicht gesehen? Nein. Das hat Fat Wilds. Seit wann achte ich da drauf? Beim Start schon ja, auch könnte ja auch eine Custom-Strecke sein, die aber nur sehr gut gemacht ist. Ich nehme den Wild-Startpunkt vor den Rekursfight. Ich mache immer den Wild-Startpunkt, weil der ist einfach wild. Ja, okay. Oh Gott. Wie war das? Es gab doch diese Kinderserie da, oder? Wie hieß die? Wilde Kerle oder was Wild, du jetzt? Wild Boys. Ach so. Nein. Ah ja, wilde Kerle, genau. Da gab es doch diesen Spruch, oder? Dieses, du bist oh nein, nicht nein, wild, nein, oh, nein, geil bist. Naja, die war ja, genau so ging alles. Alles in der Kinderserie, ja, läuft. Genau. Okay. Ey, das ist spontan eingefallen. Das war die Parodie, du, das war die falsche Serie. Ach, das war die falsche Serie, okay. Hey, das ist mir wirklich jetzt ganz spontan eingefallen. Aber könnte ich auch ein guter Spruch ja, sein. Also wer einen neuen Leitspruch sucht, hier ist er. Nein, wie hieß denn der nochmal? Du bist nicht alles ist gut, Dings, so lange wenn du bist. Nicht du, wenn du böse bist.
Oder so. Was? Nein, was? Alles, wenn du böse bist? Du bist. Wo oder ist das Böse in der Star Wars? Ich hab keinen. Ich hab das tatsächlich nie gesehen, wilde Kerle, aber das haben sie halt in den Trailern immer rein. Alles ist gut, solange du wild bist. Ja, so. Genau. Ja. So, Mann. Oh Gott, oh. Also ich fand meinen besser. Der hat mehr Gelächter gemacht. Das wird die FSK 18 neue Version. Ich weiß ja nicht, was ihr Ferkel schon wieder denkt. Gut, bei dem Spruch kann man ja quasi nicht an nichts anderes hätten. Ich hab Tränen in den Augen. Ja, ich auch, ich sehe schon nichts mehr. Und es sind nicht diese Tropfen, die Horizon, nicht weggehen, die sondern. Ja. Dann ist das Rennen vorbei. Ich schwitze schon an wie Gott. 3 Runden. Was war eure beste Rundenzeit bisher so? Furchtbar zu fahren gerade. 1,40? 1,48. 1,37. 1,53. 1,13. Vorsicht, Randstein. Genau. 1,32. Oh Gott, Kurve! Glaubst du mir nicht? Ich dachte, das ist die letzte Runde. Hä? Oh Gott, nein. Fühlt sich alles so lang an. Einfach ein Wallride der Ray. Brutal. Seid jetzt mal in meiner Lage, dann könnt ihr euch mal beschweren, dass das Rennen sich lang anfühlt, okay? Wäre es nur die Hälfte. Echt richtig. Au. Aber ey, ich fährst ja nicht mal vor der Distanz. Das ist kein Problem. Das sind wie die Leute, die ins Stadion gehen und dann nach 60 Minuten schon das Stadion wieder verlassen. Ey, ekelhaft. Scratch, wenn du Rauch machen willst, dann drifte auch, ja? Genau. Ist der Rauch hier besser? Falk, mach mal mehr Rauch, ich sehe noch was. Ja, hey, Lukas, du hast, also Lukas 370Z, du hast ein Auto für das, also fahr auch dementsprechend, ja? Muss mich schon konzentrieren, der ist etwas zu übersteuernd eingestellt. Ah, so, Spaß. Ja, eigentlich ist leichtes Untersteuern bei Rallye aufbauen gar nicht verkehrt, aber ja, wenn es halt dann doch auf die Straße geht, ist es ein RIP. Aus dem leichten Untersteuern von der Straße ist ein viel zu krankes Übersteuern hier im Dirt. Ja. Ich kann das Auto jetzt sogar fahren. Der Jakob funktioniert hier irgendwie nicht, ich weiß auch nicht warum. Hm. Ich muss sogar sagen, auf Dirt gefällt mir etwas zu viel Leistung nicht. Auf Dirt gefällt mir ein leichtes Übersteuern sogar besser, dann kann ich das Auto besser positionieren. Ja, ich nehme jede Runde diesen scheiß Bordstein mit. Untersteuern auf Dirt ist eigentlich auch besser. Hat er gerade einer Wallriding versucht? Ich hab's genau gesehen aus dem Augenwinkel. Ich wollte die Kurve einfach nur vornehmen, hat nicht funktioniert. Ja, die Kurve ist auch ekelhaft, weil die so abfällt nach unten. Ah, der Rammstein! Und weil innen der Bordstein ist. Vollnehmen? Wenn der Apex, auch, ja. Den wenn der Apex die Vorderachse abzieht, ist das nicht gut. Ich nehm immer mit und ich lerne auch nicht daraus. Ja. So. Aber guck mal an, wie knapp es am Ende ist, nur weil Lukas sich bequem nicht am Rennen teilzunehmen. Also, mein Fehler, Entschuldigung. Letzte. Kann ich mal anstrengen, an, von Felgen kann man ja mal niederschmettern, kann man nicht. So, ja, damit Ausgleich. Da müssen wir es nicht mal künstlich irgendwie strecken, sondern dann macht dir das letzte Event tatsächlich Sinn. Und, nach dem 8. Versuch hat es doch mal geklappt. Ja, ja ey, das muss halt auch mal ein paar mehr Aufnahmen machen. Ja, so, deswegen. Naja, gut, also. Dann gucken wir doch mal, was für eine Disziplin uns beim, ja, Grande Finale der heutigen Folge erwartet. Wir dürfen gespannt sein. Ich habe kurz Hoffnung gehabt, dass es regnet, aber es sind einfach noch die Regentropfen von Rennen 2, die einfach nicht weggehen. Ja, ein Sprint Mann. Zum Schluss. Der Sprint ins Glück für ein Team. Team Rot, ihr macht das schon. Power. Ja klar, wir haben ja auch ein Porsche im Team. Andi, du hast doch nur fast nur Power. Ist richtig. Freunde, die Kurve geht voll. Ich habe diese Woche den Clarkson-Approach gemacht. So, hier kommt die fieseste Kurve ever gleich. Deswegen bremse ich jetzt ganz hart. Na, komm, genau die Gesellschaft. Jawohl. Die ist halt echt super fies. Na, du denkst eigentlich, die kannst du viel schneller nehmen. Ja, genau. Und dann merkst du so, okay, die macht doch mehr zu als gedacht. Und dann hat der Checkpoint natürlich dann noch. Ich war Zug! Ich bin wieder da. Komm, schließ mal Wetten ab. Hier ist super mies. Da kannst du auch innen. Oh Gott, dagegen klatschen. Oder aus. Die Pfosten, ne? Ja, die sind ein bisschen fies. Jinx ist doch nicht, Andi. Jinx ist die habe ich in meinem allerersten Rennen hier mitgenommen. Ach, das auch. Ist gut. Du schon wieder. Kann von kannst du mal von der Brücke fliegen? Ja, ich danke. Hab's bist du runter? Alter. Was hätte ich auch noch gemacht, ey. Ich hab's gerade schon noch gesagt, lass wetten. Falk, das hast du jetzt nicht gesehen. Ich glaube, da kommen nachher noch ein paar Pfosten. Ich mach's auch mehr zu als gedacht.
Egal, alles ist gut. Das ist ein bisschen schnell. Und hier ist noch eine Brücke. Ich hab einen Checkpoint verpasst. Ah, sehr gut. Die ist, glaube ich, nicht so schwierig. Die? Ja! Ich bin aber doch voll durch die Gottschmauer schon eine Runde kaufen. Wollte ich sagen, aber oh mein Gott, oh. Ich hab's verkackt. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, Ray, was? Was hast du gemacht? Ich könnte zurückspulen, aber ich find's gerade zu gut, wie ich da eingeflankt bin. Oh Gott. Ray hat wortwörtlich einen Abflug gemacht. Ja, die Brücke war es nicht, sagen wir's mal so. Nein, es war, also ich hab das sehr gut mitbekommen, um so ehrlich zu sein. Wie fies die Randsteine hier sind. Darf ich mal absolut fragen, ich hab auch schon eine doppelte Barrel Roll gemacht. Wegen dem Randstein. Dein Team macht über Schaden. Ich kämpfe mich hier gerade vor. Ja, dann kämpf mal besser. Ich habe keine Forza-Aero, weil ich darauf extra verzichtet habe. Habe ich auch nicht. Ich hatte kein Geld dafür. Du hattest für gar nichts Geld. Wer ist ein Porsche? Der Porsche hat halt auch Geld, ist doch klar. Ja. Also nächstes Mal lässt du einfach 30 PS weg und schaust die Forza Aero drauf. Okay, das auch alternativ routen. Einfach 200 PS in Forza Aero, das... Ja. Da war ein mieser Hubbel. Komm, ich will nicht letzter werden, komm! Kampfzaun! Nein, ich will dich nur überholen! Nein, willst komm, du nicht, geh weg, komm! Lass gut sein! Top-Speed! Geh weg, komm, 15 Sekunden schneller! Lukas, wir brauchen deine Punkte! Nein! Ja. Nee, hey, die haben doch schon gesagt. Ja, jetzt verbrennt! Steht schon Sieg da, ja. Komm! Aber schön auch, dass bei dem Team Rot nur Andis Bild angezeigt wird. Yes! Ja, er hat ja das Rennen ganz allein gewonnen. Niemand hat sich so sehr über Platz 11 gefreut wie ich jemals, so. In diesem Jahr. So, ja, dieses wunderbar. Jahr. Diese Kostüme, ey. Vor allem das ganz rechts fand ich. Ich hasse sie. Sah sehr, 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 sehr komisch aus. Ich will kurz. Ah, fast ein California gezogen, den alten Ferrari. Aber dann doch nicht. Gut, egal. Das soll's gewesen sein mit der ersten Multiplayer-Ausgabe im neuen Jahr. Hoffen wir doch, dass ganz, 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 ganz viele tolle noch kommen und vor allem, dass auch sehr bald möglich entsprechend der Fix kommt, der die Kolonnen ja zu 100% fixt für uns und dann können wir auch. Doch hoffentlich sehr bald mit Cops vs. Racer durchstarten. Ich erinnere auf jeden Fall an diese Folge zurück, wenn es dann soweit ist. Ich hoffe, wie gesagt, es wird nicht so lange sein. Aber auf jeden Fall, wir haben ja noch viele andere fantastische Formate, wie eben Wheelspin heute. Oder aber auch zum Beispiel Lost In können wir machen, Minispiele können wir machen. Und vieles, vieles, vieles weitere. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die jetzt dabei waren. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuschauern. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich recht bald wieder bei einer weiteren Ausgabe. Vielleicht auch schon morgen. Lassen wir uns mal überraschen. Ciao. Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.